Hallo ihr lieben guten Menschen da draußen, ich bin die Valerie und in meinem heutigen Video erzähle ich euch von meinem Entschluss, eine Sexpause einzulegen, die dann am Schluss 2 Jahre lang ging. Ich erzähle euch die Gründe dafür und ich berichte euch, was in dieser Zeit mit mir passiert ist, was ich über mich selber gelernt habe und warum ich der Meinung bin, dass das insbesondere Betroffenen von sexualisierter Gewalt helfen kann. Das alles, wie immer, nach dem Intro. Zunächst an dich die Frage, wie es dir geht und wo du gerade stehst. Wie geht's mir? Ich bin gerade von einer tiefen Müdigkeit geplagt, seit dem Flashback. Dadurch sind die Routinen auch wieder so ein bisschen eingeschlafen, das versuche ich gerade wieder zu verbessern. Und ich muss euch sagen, ich nehme das jetzt gerade schon, also davon abgesehen, dass ich das jetzt immer wieder weiter nach hinten verschoben habe, heute ist schon Donnerstag, habe ich das Intro, glaube ich, jetzt schon zum 4. Mal aufgenommen. Und es liegt daran, dass das natürlich ein sehr intimes Video heute ist und es eine Vorgeschichte hat, die ein bisschen länger ist. Also die Vorgeschichte zu, wie kam es zu der Sexpause. Und diese Vorgeschichte, meine Vergangenheit, die ist nicht so schön, wie ich mir das manchmal wünschen würde. Aber das Leben ist kein Ponyhof und wir können die 2 Themen, die jetzt gleich kommen, bevor die Sexpause startet, auch nochmal einzeln aufgreifen, wenn ihr euch das interessiert. Wir sind halt im Internet und im Internet wird man vielleicht auch verurteilt für das, was man tut. Aber es ist, wie es ist. Nach meinem Suizidversuch im September 2014 habe ich gedacht, ich bin der Herr in meinem Haus und ich lasse es jetzt richtig krachen und ich treffe mich mit Menschen, Männern und ich bumse alle weg und ich bin Badass und so und habe das dann auch in die Tat umgesetzt. Und es hat mich mehrere Jahre gekostet zu begreifen, dass ich mir damit überhaupt keinen Gefallen getan habe. Davon abgesehen, dass ich mich sozusagen mein Trauma, also der Missbrauch, immer wiederholt habe und mich dadurch retraumatisiert habe, kann ich mich auch an vieles nicht erinnern, weil ich dissoziiert habe. Und in diesem Zeitraum habe ich dann auch kurz nach der Reha, die Reha war auch eine Katastrophe, darüber habe ich ein Video gedreht, das kann ich euch oben verlinken. Nach der Reha habe ich 2016 einen Mann kennengelernt, mit dem ich eine On-Off-Geschichte habe. Und ihr werdet gleich hören, warum das so wichtig ist. Jetzt haben wir erstmal das Kapitel so eine wilde Sexualität und viel Ausleben und was das mit mir gemacht hat, da können wir näher drauf eingehen und jetzt kommt so eine On-Off-Geschichte. Und ich weiß, heutzutage neigen wir schnell dazu zu sagen, der ist toxisch und meistens, oder Narzisst, ne, ist auch so, und meistens ist komischerweise immer der Mann damit gemeint. Ich kann euch sagen, aus meiner On-Off-Geschichte, dass wir beide uns, also wir waren nicht miteinander, also wir waren nicht gut miteinander, wir waren nicht gut füreinander und wir waren auch nicht gut zueinander, ja. Und ich kann nicht sagen, dass das seine Schuld oder meine Schuld ist, wir haben uns beide nichts geschenkt, ja. Sei das Stalking, sei das Blockieren und wieder Kontakt aufnehmen, sei das, er hat mir dann auch irgendwann mal geschrieben, als er in einer Beziehung war, ja. Also da waren sehr viele ungute Dinge. Ja, und wenn man sich fragt, okay, aber warum dann diese unguten Dinge, warum lässt du dir das gefallen? Das hat zum einen damit zu tun, dass, glaube ich, viele Betroffene, und dazu gehöre ich natürlich auch, einen schlechten Selbstwert haben und ein schlechtes Selbstwertgefühl und irgendwie immer denken, sie hätten das verdient, wenn sie schlecht behandelt werden. Also so tief in sich drin, wisst ihr so, weil man halt kennt, dass man schlecht behandelt wird und denkt, das ist einfach normal. Und gleichzeitig war ich immer wieder der Meinung, ich habe jetzt seine Liebe nicht verdient. Wenn ich nur besser bin, dann liebt der mich irgendwann. Versteht ihr? Wenn ich noch netter bin, wenn ich noch freundlicher bin, wenn ich noch mehr zulasse, also von wie der mich behandelt, dann irgendwann kapiert er, dass ich die Liebe seines Lebens bin. Und das hat eben auch was damit zu tun, was mir angetan wurde, ja, mit dem Täter, der aus dem familiären Kontext kommt, was immer halt auch bedeutet, dass das, was Familie bedeutet und was wirklich Liebe bedeutet, halt umgekehrt wird in etwas, was nicht gut ist und was nicht okay ist, ja.
Und ich glaube, deswegen habe ich, aber auch viele andere Betroffene, eben wenn es um Beziehungen und Sexualität geht, wirklich große Schwierigkeiten und ein sehr komisches Verhalten. Und damit möchte ich nicht alle, ne? Es gibt immer Leute, die da Gott sei Dank nicht so idiotisch sind wie ich, aber doch recht viele Menschen. Und ich habe es gerade schon gesagt, wir haben uns da nichts geschenkt. Wir waren beide gruselig zueinander. Und das ging über 2 Jahre. Ich habe keine Ahnung, wie das kam. Es kam dann immer wieder Kontakt, dann kam wieder Kontaktabbruch. Er hat mit mir, also schon auch, also das, ne, dieser Kontaktabbruch, das ging dann immer von ihm aus. Und ich habe mit meiner Therapeutin super hart gearbeitet, auf jeden Fall 2018. Ich weiß es noch, das war kurz vor meinem 30. Geburtstag, kam es tatsächlich wieder zu einem Treffen. Und während wir da so beim Akt waren, habe ich nicht nur gemerkt, dass ich das nicht will, sondern dass mir das auch nicht gefällt. Und es war wirklich so, ich war total dabei und dachte so, nee, ich will das so nicht. Ich möchte es so nicht mehr. Ich möchte, dass das schön ist. Und leider war ich zu dem Zeitpunkt auch nicht in der Lage, das zu sagen. Ja. Also ich habe wieder mal etwas über mich ergehen lassen. Und wir hatten dann also einen, sage ich jetzt mal, Tag miteinander. Und als er dann nachmittags ging, an der Bushaltestelle vor Zeugen, auch noch Nachbarn von mir, hat er so mein Gesicht so in die Hand genommen und hat mich so geküsst und hat gesagt, und das nächste Mal warten wir nicht 2 Jahre, um mich 2 Tage später wieder zu blockieren. Und ich sag's euch, ich habe gelitten. Ich habe so viel geflennt deswegen. Ich habe so viel versucht, es irgendwie zu verstehen, warum man sich so verhält. Ich habe wirklich an mir gezweifelt. Ich war so traurig und so gebrochen von dieser ganzen Scheiße. Und habe mit meiner Therapeutin gearbeitet wie eine Löwin, dass es irgendwie besser wird. Und habe dann immer, wenn in Zeiten, ne, weil du hast halt einmal die Woche Therapie und wenn du nicht arbeitest, so wie ich, dann hast du halt 6 Tage, an denen du alleine zu Hause hockst und weißt, dass alles scheiße ist und dass du doch so verknallt bist in den Typ und der Typ dich so schlecht verhält und du nicht verstehst, dass es keine Liebe ist und dass es auch keine, also dass das nichts ist, was du brauchst in deinem Leben. Du kriegst es nicht in die Birne. So. Und in diesen verzweifelten Momenten habe ich immer zu Trotz allem gegriffen. Das ist dieses Buch. Ich habe auch schon mal ein Bücher vorgestellt, so PTPS und sexualisierte Gewalt. Ich kann es oben nochmal verlinken. Es heißt Weihnachtsgeschenk gefällig. Ich weiß nicht, ob trotz allem noch aufgelegt wird. Ich weiß nur, dass das ein Selbsthilfebuch ist, das ich jeder Betroffenen und jedem Betroffenen ans Herz legen kann. Mir hat es unfassbar gut getan. Es wird so viele Dinge aufgegliedert, aufgedröselt, ja, aufs Kleinste runtergebrochen. Es ist wirklich, ihr seht, ich habe das viel gelesen, ich habe das viel gebraucht, ich habe das immer wieder dazu gegriffen. Und dieser Moment war auch ein Moment, an dem ich zu dem gegriffen habe. Und da ist etwas in mein Auge gestochen, als ich zu Sexualität und Partnerschaft was gelesen habe, nämlich verzichte für eine Weile auf Sex. Und in diesem kleinen Absatz geht es darum, dass wenn der Sex wie ein Schlachtfeld vorkommt oder andere Aspekte deiner Heilung deine ganzen Aufmerksamkeit verlangen, dann überlege dir, ob du nicht eine Weile auf Sex verzichten möchtest. Das ist nicht für jede Frau was, das schreiben die auch ganz klar. Und es geht eben auch darum, in diesem Absatz, schön, wenn ich so stocke, ich tue euch die Seite auch verlinken, falls ihr es nachlesen wollt. Es geht eben darum, dass man sich auch selber kennenlernen kann, wenn man auf Sexualität mit anderen verzichtet. Und ich habe das gelesen und es war so, das mache ich. Das mache ich. Das mache ich. Ich verzichte jetzt mal auf diesen Scheiß. Denn so wie er gerade ist, ist er nicht gut. Schon wenn die Kamera wackelt, ich komme da gerade immer mit dem Fuß dran. Ich bin so energisch, ja, weil es mir einfach ein Herzensthema ist. Und dann saß ich also eine Woche drauf in der Therapie und habe gesagt, so, heute schließe ich mit Ihnen einen Pakt. 2 Jahre kein Sex. Keine Dates,
kein Online-Dating, keine Flirts, keine Umarmung, keine Küsse, keinen Sex. Ich wende den Blick jetzt nach innen. Und das habe ich gemacht. Und ich habe es nicht bereut. Nicht nur, dass ich dann beschlossen habe, dass ich jetzt meinen eigenen Körper für mich selber erkunde und es eine sehr, sehr interessante und sehr intensive Erfahrung war, habe ich auch einfach mit Hobbys gestartet, die mich als Frau stärken. Und was dich als Frau, ja, weil ich, ne, oh Gott, heute habe ich das Gefühl, ich komme vom Hundertsten ins Tausendste und ich könnte stundenlang reden. Also, mein Empfinden ist, dass wir in unserer Gesellschaft eine ganz, ganz klare Definition darüber haben, was sexy ist, was Frau sein bedeutet, ja. Und der Klaus Tweewelt, ich verlinke euch den unten, Männerfantasien, der hat es auch mal ganz gut rausgearbeitet, dass es einfach oft so zwei Sachen gibt. Es gibt so die Schlampe und es gibt so den Engel, ja. Also die Krankenschwester, die Mutter, die Pflegende. Die Gutmütige, die Sanftmütige und der Vamp, die Verführerin, die Schlampe, die Pornodarstellerin, ne? Das ist so ein Schwarz-Weiß-Denken. Und ich habe ganz, ganz lang das Gefühl gehabt, dass nur diese Seite hier Frau ist. Ja? Dass nur, wenn ich super verführerisch und super sexy bin und super verrucht, dass das Weiblichkeit ist. Ja, und dass das Weiblichkeit nach außen trägt. Sich davon zu lösen und frei zu machen und als Frau so zu sein, wie man es möchte, das ist unfassbar schwierig. Und das habe ich in diesen 2 Jahren gemacht. Das heißt, ich habe super viel gelesen, super viel feministische Literatur auch, ne? Der Reporter Mark zum Beispiel, was für mich auch ein sehr feministisches Werk ist. Viel auch Sachbücher zu Feminismus. Ich habe eben dann Dimitu Sanyal auch gelesen. Judith Butler, wenn ich nur die Hälfte verstanden habe, gar kein Problem, macht ja nichts. Philosophinnen, ja. Und habe einfach meine, sag ich jetzt mal, Bildung in die Richtung, was ist Frau und was ist Weiblichkeit und was ist Sexualität. Und das war eine unheimlich heilende und gute Zeit, weil der Fokus, ne, den ich, und ihr habt das jetzt vorher gehört, der so nach außen war, ne, warum antwortet der mir nicht mehr, bla bla, der ging auf einmal nach innen. Warum sollte ich nicht mehr antworten? Warum habe ich den gar nicht mehr nötig? Ja? Und auf einmal konnten die Fragen so umgekehrt werden und ich konnte zu mir selber Dinge ausmachen. Und zu dem Ganzen kam dann auch, dass ich Hobbys gemacht habe, die ich als weiblich wahrgenommen habe. Und ein Beispiel ist eben, das habe ich euch schon gesagt, ist der Bauchtanz. Das heißt, ich habe mich auch mit meinem eigenen Körper beschäftigt, ja, und war fasziniert, was für Regionen man eigentlich bewegen kann. Und ich war ja super also ich bin kein musikalischer Mensch und ich bin wirklich auch kein rhythmischer Mensch, aber das hat mir einfach Spaß gemacht und dann hatte ich auch richtig Laune, das auszuprobieren und habe das auch sehr lange mit großer Freude gemacht und habe schon gemerkt, dass sich dadurch auch was verändert hat, nämlich in meinem Auftreten, ja, in dem Kennenlernen von Körperregionen, die ich früher sehr ungern angefasst habe, sei das der Bauch oder auch ein bisschen, ne, so die unteren Regionen, Hüftbereich etc. Also alles, was auch durch den Übergriff einfach ja nicht mehr ganz so nur mir gehört hat zu einer gewissen Zeit. Und das war schon sehr, sehr spannend und kann ich eben nur empfehlen, dass man es mal ausprobiert, wenn man so einen Schnupperkurs oder so findet, wie sich das anfühlt, wenn man eben halt auch mal so die Hüften kreisen lässt etc. und das nicht immer zu einer bestimmten Sache führt, ne, sondern es einfach für einen selber. Und so war es auch mit der Sexualität. Das heißt, ich habe mich für mich selber schön gemacht. Ich habe es mir selber schön gemacht, ja. Ich habe das zelebriert. Wenn ich weiß noch, wie meine Therapeutin gesagt hat, ja, dann einfach mal, ne, baden, einschmieren, wirklich alles am Körper spüren, alles auch wahrnehmen und nicht beurteilen. Ja, ich streichle mich oder ich creme mich ein und das ist einfach ich, das ist mein Körper und der ist so, wie er ist, okay. Ja, und
habe auch Filme von ihr dann bekommen, wo sie gemerkt hat, okay, ich steige langsam so richtig auf dieses Thema ein. Ich glaube, der ein Film, den sie mir mitgegeben hat, Echte Frauen haben Kurven, hieß der, ja, und habe mich dann einfach auch mit so einer Body Positivity beschäftigt, was ganz gut war, weil zu dem Zeitpunkt hat auch eine Freundin von mir, die eine Essstörung hat, da angefangen, sich mit zu beschäftigen. Und es war eine sehr, sehr schöne Reise, auf die wir dann zusammengegangen sind. Nämlich das Akzeptieren, dass man ist, wie man ist, ohne das ständig bewerten zu müssen und sich abhängig davon zu machen, was andere sagen. Und so habe ich dann erstmal 2 Jahre verbracht, habe mich auf mich selber konzentriert, habe dann ja auch bei der Tafel angefangen, ehrenamtlich zu arbeiten, habe also mich irgendwie einfach mehr so auf mich fokussiert und auf den Mensch, den ich gerne sein möchte. Ich habe in diesen 2 Jahren gelernt, was ich an mir selber habe, dass ich gut so bin, wie ich bin. Ich habe in dieser Zeit unfassbar viel Selbstbewusstsein aufgebaut. Ich fühle mich sexy, ich fühle mich heiß. Ich habe aber auch Tage, wo das nicht so ist, und das ist vollkommen in Ordnung, ja. Und ich kann in Schlabberklamotten rumlaufen, weil ich das mag und weil das mein persönlicher Stil ist. Kann aber auch in einem Ausschnitt rumlaufen und fühle mich da genauso gut und sexy. Ja, ich habe dann immer wieder nach Frauen gesucht. Zum Beispiel die beste Freundin mit der Body Positivity, die war für mich auch so eine krasse Frau einfach, so krass weiblich. Und ich habe dann einfach angefangen, mich an Frauen zu orientieren, die beides haben. Die smart sind, die klug sind, die gebildet sind und irgendwo auch eine Sexiness haben. Und so konnte ich eben nach und nach so, ich muss es sagen, so gefühlt ich werden. Ich, dieser Mensch hier, den konnte ich werden. Und ich klammer das gerade so ein bisschen aus, weil mir das unangenehm ist. Ich muss aber auch sagen, dass ich es einfach auch zelebriert habe, Sex mit mir selber zu haben. Ja. Ich tue das übrigens auch so ausklammern, weil ich nicht weiß, wie das auf YouTube ist mit solchen Themen, Spicy-Themen, wie manche immer sagen. Mich selber zu erkunden, mich selber anzufassen und einfach auch einen Genuss dabei zu finden, weil ich das sehr, sehr lange auch nicht hatte in dieser Form, ja. Und konnte auf Entdeckungs- und Erkundungsreise mit mir selber gehen. Und nach diesen 2 Jahren, ihr wisst es, wenn ihr mitgezählt habt, kam die Pandemie. Ja, und in der Pandemie waren die Schotten dicht. Und ich bin da wieder durch eine sehr, sehr starke Einsamkeitsphase gegangen, so wie viele Leute. Und dann bin ich wieder auf die Dating-Apps. Und meine Dating-App-Erfahrungen habe ich ja auch schon geteilt. Und ich habe eben einen sehr, sehr, sehr deutlichen Unterschied erlebt von der Person davor, die auf Apps unterwegs war, und auf der Person, die jetzt auf Apps unterwegs war, dass ich viel klarer war in meinen Grenzen, also und auch viel deutlicher sagen konnte, nee, das sagt mir nicht zu, nee, das möchte ich nicht, dass ich auch Dates hatte, wo ich echt gesagt habe, sorry, kein Interesse an einem zweiten Treffen. Und ich richtig gemerkt habe, dass ich eben in dieser Zeit meine eigenen Grenzen kennengelernt habe. Nicht nur sexuell, sondern auch als Mensch, dass ich einfach an mir gearbeitet habe und mich selber erkannt habe. Und dass ich das jetzt eben halt auch nach außen so signalisieren kann. Ja, das sieht man auch tatsächlich in den Nachrichten, die bei diesem Dating on und offline gepostet habe, dass ich viel deutlicher war in dem, dass ich Grenzen gesetzt habe oder dass, mir hat mir zum Beispiel einer geschrieben und gesagt, nach einer langen Beziehung möchte er jetzt eine Online-Freundin, mit der er halt irgendwie Dirty Talk macht und sich Videos schickt und Fotos und so weiter. Und dann habe ich geschrieben, ja, viel Glück, bei mir nicht. So. Und tatsächlich war es dann auch so, dass ich in der Zeit dann auch mich mit jemand getroffen hat und Sex hatte, und es war einfach wie Tag und Nacht. Es war wie Tag und Nacht. Ich stotter jetzt so, aber ich muss euch sagen, dass ich das hart gefeiert habe, als ich dann das erste Mal wieder Sex hatte, weil ich einfach gemerkt habe, dass sich was geändert hat und der Sex einfach auch anders war. Etwas, das ich genießen konnte. Aber ich habe dann auch schnell gemerkt, dass ich dieses lose Sex haben mit Leuten einfach nicht mehr toll finde, dass ich gerne in einer Beziehung mit jemand sein möchte und ich einfach meine Sachen, also mein Leben mit jemand teilen möchte. Ja, und die Gedanken hatte ich davor eben auch nicht. Und dann habe ich ja meinen Partner kennengelernt.
Ja, und über eine Dating-App, ich sage es gerne nochmal, und der weiß all das, was ich euch jetzt hier erzähle. Ja, das ist für den nichts Neues. Und ich möchte es nochmal sagen, ich habe gesagt, wir sind hier im Internet und im Internet wird man schnell vorverurteilt. Ich kann meine Vergangenheit nicht rückgängig machen. Ich kann es nicht rückgängig machen, dass ich als Kind sexualisierte Gewalt erfahren habe und ich kann es auch nicht rückgängig machen, dass ich danach mit Männern Sex hatte, obwohl es mir nicht gut getan hat. Jetzt muss ich es aber nicht mehr machen, weil ich mich selber gefunden habe und weil ich ein Mensch geworden bin, nämlich den Mensch, den ich gerne sein wollte und ich einen Partner gefunden habe, bei dem ich alle Karten, so wie ich zu euch bin, war ich zu dem auch, als wir uns kennengelernt haben. Ich habe alles auf den Tisch gelegt, ja. Das bin ich, das bringe ich mit, ja. Ich bin ein kranker Mensch, ich habe eine Scheißvergangenheit, ich habe hart an mir gearbeitet. Willst du den Weg mit mir gehen, ja oder nein? Und ich habe einen Mann gefunden, der gesagt hat, ja. Du hast so viele gute Seiten, so viele schöne Sachen, ja, dass das kein Manko ist, ja. Der Missbrauch, der mir passiert ist, der ist kein Manko. Und ich kann mittlerweile guten, erfüllten Sex haben. Punkt. Und ich weiß, dass diese Sexpause sehr, sehr wichtig dafür war. Und dass Sexualität eh ein Tabuthema ist, aber Sexualität als Betroffene ist noch mal schwieriger, weil da bestimmte Klischees immer wieder ausgepackt werden oder Vorstellungen. Und ihr müsst diesen Vorstellungen nicht entsprechen. Und wenn ihr keinen Sex mehr haben wollt, vollkommen in Ordnung. Geht den Weg, den ihr für euch haben wollt. Und ich kann euch da eben nur in trotz allem empfehlen, dass da halt sehr ausführlich über bestimmte Dinge geschrieben wird, über Sexualität, auch über Partnerschaft, ne? Wie soll sich das eigentlich anfühlen, wie soll das gut sein, etc. Ich möchte noch ganz kurz sagen, dass ich die On-Off-Geschichte, dass sich dieser Mensch immer wieder gemeldet hat, auch durch die Blume durch und ich. Mein letzter Stand ist, dass er mittlerweile eine Frau und Kinder hat oder ein Kind hat. Und das heißt, er hat jemand gefunden, der zu ihm passt. Ich habe jemand gefunden, der zu mir passt. Es hat sich nie geklärt, wieso, weshalb, warum. Es ist aber egal, weil wenn er sein Glück gefunden hat und ich mein Glück gefunden habe, dann ist doch alles und dann kann man diese Zeit auch einfach so lassen, wie sie ist. Eine Zeit, die sehr finster war. Für ihn war es bestimmt auch keine schöne Zeit. Heute kann ich es als Lehrgeld dafür sehen, dass ich in meiner jetzigen Partnerschaft genau wusste, was ich möchte und was ich nicht möchte, und ich einen Partner gefunden habe, der mir sehr gut tut. So, ich muss euch ganz ehrlich sagen, Selbstbewusstsein hin oder her, heute bin ich sehr unsicher, was dieses Video betrifft, ob das gut oder schlecht wurde, ob das alles irgendwie Hand und Fuß hat. Es ist ja aber auch ein Storytime. Und ich bin eine kleine Chaotin. Ich bin aber offensichtlich auch ein großer Fan von Kitsch. Was für eine gute Überleitung. Und ich habe euch hier meine Handtasche. Keine Ahnung, was mich zu dem Zeitpunkt geritten hat. Auf jeden Fall habe ich zu meiner Freundin damals gesagt, wir wollten shoppen gehen. Ich will eine Handtasche, die aussieht wie eine Muschel. Keine Ahnung warum. Und an dem Tag haben wir tatsächlich in der Kinderabteilung bei TK Maxx diese süße Tasche hier gefunden. Ich finde die wahnsinnig cool. Ich liebe die. Und die steht heute hier einfach, weil. Ist eine Muschel nicht irgendwie auch ein Zwitter? Oder kann die ihr Geschlecht wechseln? So irgendwas? Ja, vielleicht passt es dann ja ganz gut. Auf jeden Fall wollte ich damit, glaube ich, ihr zeigen, dass ich quietschfidel bin und ein bunter Blumenstrauß. Und mit diesem sehr wirren Video entlasse ich euch heute. Mal gucken, ob das Licht der Welt erblickt. Ich mache jetzt was ganz Schönes, das solltet ihr auch tun. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Danke fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da. Lasst gerne eure Meinung in den Kommentaren. Wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr Themen wollt, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Ich bin so durch. Schönen Sonntag euch. Alles Liebe und Gute, eure Valerie.